Tu es nicht, Mathilde. Moin, moin. Mathilde will brennen. Geht das überhaupt? Ja, mach mal. Brennst du? Aua. Ist dich wirklich verletzt? Ja. Gut, gut, dass wir es mal getestet haben. Ja, wie wir sehen, hat auch Mathilde ihre Kleidung eingefärbt. Du hast ein ganz schönes Sixpack hier. Ja. Habe ich sowas auch? Ja, wir sind noch dabei, Tempel aufwerten. Genau. Ich habe natürlich verpeilt, auf Screen mal Lust zu... Und, hier, Herzen bzw. schwillende Essenzen zu holen. Egal. Ich habe gesehen, ich hatte ja auch noch in der letzten Runde, habe ich verbesserte Öfen gebaut. Das heißt, ich werde jetzt erstmal diese Öfen hier abbauen und die neuen Öfen aufstellen. Oh, oh, mir sind Herzen schlecht geworden, habe ich gerade gesehen. Die armen Herzen sind umsonst gestorben, die Leute. Seth wollte sie nicht. Er hatte wohl keinen Hunger. Ja, meine erste Aufwertung ist gleich fertig. Ja. So, ich bin gnadenlos überlastet. Ich habe jetzt gerade, habe ich gerade gesehen, schon 700%. Ach, ich warte noch mal so lange, bis so, die alten Öfen sind abgebaut. Ja. Was? Jetzt kommen die neuen Öfen. Und die alten können wir dann zum Beispiel in der Dschungelbasis aufstellen. Die sehen ja auch nett aus. Hoffentlich kriege ich... Das mit dem Aufwerten dauert lange. Mir fällt gerade auf, ich könnte hier mal Wandteppiche aufbauen. Kannst du Wandteppiche bauen? Natürlich. Ich habe hier so viel Platz an den Wänden. Sieht so leer aus. Puh, alle Öfen haben Platz gefunden. Halleluja. Ich warte ja, nur ich auf meine Aufwertung. Aufwertung, hey. Hör mal auf hier. Dich zu entspannen. Warum dauert das so lange? Ah, bin ich zu ungeduldig für. So, hier waren, glaube ich, die Steine drin. Verhärteter Stein. Wieso? Machst du? Keiner. Irgendwas fehlt mir für die gehärteten Ziegel am Stein. Teer oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte das letztes Mal doch angeschaut. Ich guck gerade mal wegen Ausdauergetrank, aber da brauchen wir halt Splitter der Unerfüllten. Das kriegen wir wahrscheinlich wieder aus irgendeinem Dungeon oder so. Schade. Weil das soll so ein dauerhafter Ausdauerbuff sein. Ausdauer kann man natürlich immer gebrauchen. Da hast du recht. Ich habe auf jeden Fall schon eine ganze Menge Stallverstärkung gemacht, sehe ich gerade. Ich habe schon eine ganze Menge gehärtete Ziegel. So. Oder brauche ich das Messer, um damit Leute zu töten? Ich lese das nochmal später nach. Puh, kaum sind die Öfen weg, habe ich wieder Gewicht frei. Ach, wir haben noch einen gezähmten Panther hier unten rumliegen. Oh. Ich nehme den mal mit. Mach das mal. Ah, hier unten könnte man vielleicht auch mal was bauen, aber ich gehe mal wieder hoch, dann sehe ich das wieder nicht. So sieht es viel besser aus. Ach, die Säuberungsanzeige geht nie voll. So. Ich guck nochmal. Was mit dem gehärteten Ziegel? Ah, okay, ich brauche Ziegel und gehärteten Stein dafür. Okay. Für die nächste Aufwertung, ne? Warte mal. Oh, ich habe zwei, Schallköpfe. Warum ist das Licht hier aus, verdammte Axt?
Er hat doch hier vorher links oder rechts Fackeln gehabt. Scheißverein. So, dann warte ich denn den nochmal Ziegel. Genau, deswegen wollte ich ja Ziegel wieder machen. Deswegen habe ich ja so viele Steine gefarmt. Ja, gehärtete Ziegel brauche ich jetzt auch. Und geformtes Holz. Und Stahlverstärkung, so ein Scheißverein. Ja, Stahlverstärkung habe ich ja auch. Oh. Jo. Hier bewachen wir schön den Tempel. Genau, und ich wollte auch eine verbesserte Schmiedebank machen. Also wir haben jetzt schon 265 Stahlverstärkungen. 265? Ja. Aber brauchen wir mehr. Ja, ich weiß. Was braucht man dafür? Stahl. Stahl. Für Stahl, also wir haben genügend Eisen. Also ich meine, mehr Eisen schadet natürlich nicht, so sagen wir es mal so. Aber wir brauchen auf jeden Fall hier. Ein Teer kriegen wir hier aus Häuten, ne? Genau, und zum Häuten brauchen wir Häute. Ja, dann Mission erkannt. Dann gehe ich mal die Tiere pieksen. Geh mal Tiere pieksen. Was mache ich? Ich guck gerade, wo habe ich denn mein Häutemesser, verdammte Axt? Ich habe kein Häutemesser mehr. Das habe ich abgelegt? Echt? Wahrscheinlich irgendwie, ne? Hast du denn schon unsere schönen neuen Öfen betrachtet? Nee, ich habe kein Abhäutemesser mehr. Ist denn Heinrichs Abhäutemesser? Das gibt's doch nicht. Ein Eisenabhäutemesser, aber hab ich kein besseres? Das Stahlabhäutemesser ist in der Werkbank ein Schmieds. Ah, vielen Dank. Apropos verbesserte Werkbank, was brauchen wir? Gehärtete Ziegel und Stahlbarren. Hey, vielleicht habe ich das sogar schon alles. Hahaha. Ja, kann ich bauen. Cool. Dann mache ich das doch mal gleich. Ja, mach das doch mal gleich. Warum ist schon wieder dunkel, verdammte Axt? So. Ich weiß nicht. Hier ist ein Wolf. Ja, dann töte ihn. Achso, nee. Wolf ist uns noch. Ja, ich weiß nicht, wie ich mal zum Jagen mitnehme. Der Wolf ist noch gar nichts. Der hat noch gar keine Erfahrungspunkte. Carsten ist schon auf Max. Max Stufe 0? Hm? Ich glaube, das liegt daran, weil wir Carsten gekriegt haben, bevor dieses Aufsteigen der Begleiter möglich ist. Im Bagheera ist noch Eisenstein und so. Oh. Du hast Bagheera nicht entleert. Ups. Ah, ich habe keinen Bock auf Black Panther. So, 400 gehärtete Ziegel brauche ich. 50 Stahlverstärkung. Oh, die bringe ich, glaube ich, schon mal hoch. Und geformtes Holz. Hallo, Musch. Hier ist gerade die Katze auf den Schoß gesprungen. So. Aber erstmal stelle ich die tolle, verbesserte Werkbank eines Schmiedes auf. Und dafür muss ich die alte erstmal wieder abbauen. Hm, ja. Weißt du noch, wo man hier gut jagen konnte? Autsch, das war das Mikro. Eigentlich so Richtung Norden, so raus bei den Teichen ging das ganz gut daran, auf jeden Fall. Bei den zerschmetterten Quellen, ja? Nee, bei der Oase von Nicket. Ja? Da war es Viecher? Mhm, ja, da sind sehr viele hier, wie heißen die, Steinnasen oder so. Oder du gehst Richtung Nashornkrater, hast du Nashörner und so. Ja, dann gehe ich mal zu dem Tempel Oase von Neket. Es geht auch wieder die Sonne auf. Ich zerpieke mal alles. Wolfi, kommst du? Ich passe dich hier hin. Hm? Nein, die ist zu breit. Sieh mich da erst, wenn diese dumme Kerze weg. Scheiße, jetzt ist die neue Werkbank zu groß. Wenn du die Kerzen nicht brauchst... Ha, so passt es. Ich nehme sie dir ab. So.
platziert. Sehr gut, hat geklappt. Ich musste den nur ein bisschen anders hindrehen. Ah, da ist vor allem mehr Platz drin, sehe ich gerade. Wie sind diese Standardviecher? Wieso ist da noch ein Stück? Das brauchen wir doch nicht. Wolfi, aus! Die kriegen hier nichts, die sind doof. Böser Wolfi! Oh, ist ja voll die Killermaschine. Halb tot, aber tötet alles. So, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, brauchen wir Steine und auch Holz. Meinst du, Wolfi, der ist gut für dich? Wolfi! Oh oh, wir müssen weg, Wolfi. Komm, Wolfi! Heißt der wirklich Wolfi? Mir fiel jetzt gerade kein Name mehr ein. Ich habe mir jetzt Wolfi genannt. Wolfi! Ist ja ein bisschen blutig, mein Freund. Ich hab's befürchtet, er isst kein schmackhaftes Fleisch. Verdammt. Ach, dann suchen wir erstmal Fleisch für Wolfi. Was macht denn hier unser... Oh, wir haben schon 50 Hopfen, 75 Gärmittel und, ja gut, das... Ja. Weil wir wollten ja auch in die Bierproduktion und so einsteigen. So, was wollte ich? Bierproduktion ist sehr gut. Holz brauchen wir. Holz... Erstmal geht's um Holz. Alter, aber gibt's noch Kira meintest du, hast... Oh, ich bin weg. Ah, die Viecher sind ja scheiße. Die geben kaum Pelz. Das ist kacke. Müssen wir andere Viecher suchen. Ich glaube, ich kille Nashörner. Ach, das... Komm her, du kleiner Drecksixer. So. Genau, wir brauchen vor allem Holz und Stein. Das stehen jetzt gerade sehr hoch im Kurs. Dido, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, hoffe ich auch. Ja. Ich habe schon gesehen, ich glaube, Ulrich war es, der hatte geschrieben, der muss noch arbeiten. Ja, bei mir steht's ja noch eine... Das klärt sich noch, hoffentlich. Ja gut, ich bin ja sowieso zu Hause. Ja. Hey, hab ich auf die Hörner genommen. Denk dran, der geübte Plague-Inc-Spieler weiß, der einfache Schwierigkeitsgrad ist, wenn sich die Leute nicht vernünftig die Hände... Ja. Ist tatsächlich so. Bei Plague-Inc. Scheiße, hat schon wieder schmackhaftes Fleisch gegeben. Verdammte Axt. Was rummelst du? Ja, ich hab hier gerade von so einem Vieh schmackhaftes Fleisch. Ich brauche kein schmackhaftes Fleisch. Weil Wolfi hat denn überhaupt noch keine Erfahrung, was Kämpfen angeht. Und die Viecher setzen den hier ganz gut zu. Kann er denn überhaupt aufsteigen? Das muss ich dann mal gucken. Ich hoffe, wenn nicht, kann der Wolfi sterben. Müssen wir uns einen neuen Wolfi besorgen. Ja, er kriegt schon Erfahrungspunkte, ne? Aber der, okay. Der hat natürlich jetzt gerade gut auf die Fresse gekriegt. Warum suchen wir gerade mal Fleisch, was nicht... dem Standard entspricht.
Menschen. Ja genau, und so Herzen brauchen wir ja auch noch und Essenz und Biogrube wollen wir dann ja auch aufwerten noch. Ja. Irgendwie. Ich muss jetzt auch meinen Seet-Tempel dringend aufwerten. Sonst ja, gibt's Ärger. Da hat Mickey dich ja schon ermahnt. Ja. Wolfi, schaffen wir so ein Nashorn? Was meinst du? Ah, ich glaube nicht. Ich war schon lange nicht mehr Holzfarben. Ja, brauchen wir aber. Dringendst. Ja, ich hole ja auch schon Holz. Ich weiß auch nicht, was die verbesserten Stufen brauchen. Ich vermute mal, dass man nicht mehr so viel Material braucht, um was zu machen. Ja. Ohne das jetzt überprüft zu haben. Oh, Bagheera ist aufgestiegen. Sehr schön. Sieht auf jeden Fall schon etwas cooler aus. Die aufgewertete Version. Bleib doch stehen! Ich will dich doch nur kurz pieksen. Ich tue hier doch nichts. Du willst deine Haut, also. Ich, ah! Weiß, ich tue dir doch nichts, da die beste Aussage ist. Spiele ich jetzt Robin Hood und hol mir hier Bogen. Wo bist du hin? Da hinten habe ich dich gesehen, du kleines. Arsch geht hier. Muss doch gereicht haben, verdammte Axt hier. Ach so, gejagt habe ich ja auch schon ewig nicht mehr. Stimmt. Das haben wir immer so ein bisschen nebenbei gemacht und irgendwann auch gar nicht mehr so wirklich, weil wir nicht mehr so viel Fleisch gebraucht haben. Nasi-Horny. Uhuhu. Uhuhu, ganz viele. Ich glaube, da gehen wir mal runter, Wolfi. Oh, oh. War ja nicht tief. Aber ich würde sagen, dass wir trotzdem nächste Folge eventuell uns nochmal die Piratenbucht anschauen. Was für ein Grab? Diese Piratenbucht. Oh. Komm mal. Mir fällt gerade nicht nichts anderes ein, was man machen könnte. Ja doch, wir haben noch ein bisschen was. Also wir wollten die Drachenbucht, weil wir ja noch unsere Dings mehr haben wollten. Unsere Atemmasken wollten wir uns noch irgendwie erlooten. Dann wollten wir auch noch mal bei den Schlüpferkönigen vielleicht noch mal schwarzes Eis farmen gehen. Ja, Schlüpferkönige nochmal mit den Waffen, das ist brauchbar. Genau. Gut gemacht, Junge. Ein schwarzes Eis, weil ich kann ja tatsächlich auch schon einen Dings bauen, eine Kühltruhe. Ja, ich könnte auch schon erweiterte oder verbesserte Werkzeuge bauen, aber für ich brauche ich wieder irgendwie so ein besonderes Stahl. Sternstahl oder was das da war. Ah ja, den gab es im Norden. Ja, dann müssten wir dann da auch mal hin.
um das zu kriegen, weil dann kriegen wir wahrscheinlich durch die verbesserten Werkzeuge natürlich wieder besserte oder mehr Gegenstände raus, ne? Naja, und auch natürlich bessere Waffen. Ja, bessere Waffen, bessere Rüstung. Alles. Ich glaube, die Waffen habe ich tatsächlich auch schon erlernt aus dem Sternmetall. Sternmetall war es. Ah, ich habe mir irgendwie nur Sterndingsbums gemerkt. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Aber bevor ich in den Norden mich aufmache, möchte ich erst wieder einen neuen Kartenraum haben. Ja, das stimmt. Und dann müssen wir uns da auch einen kleinen Fleck wieder im Norden suchen, wo wir dann das aufstellen können. Möglichst in der Nähe von dem Mobilisten, den Heinrich diesmal auch aktiviert. Ja, diesmal ganz bestimmt. So, Wolfi, wir suchen jetzt hier ein paar Skorpione, weil die kannst du schön anknabbern. Ich gebe nämlich dieses gute Fleisch, nicht dieses schmackhafte. Und dann können wir nochmal ein, zwei Nashörner töten, Wolfi. Aber was noch gerade mir einfällt, wegen dem zweiten Monitor, ich kann dir nicht sagen, wie denn unsere Laufzeit ist vom Spiel. Wir hätten mal eine Stoppuhr starten sollen. Ah, Spiel hakt! Nee, weil wir machen immer eigentlich, ich arbeite mit zwei Monitoren, auf einen spiele ich und auf einen kommt die Aufnahme. Und dann sehe ich halt immer, wie lange wir schon spielen, damit die Folgen nicht so ellenlang werden. Und da ich hier gerade Homeoffice mache, oder zumindest die Woche, habe ich da gerade meinen zweiten Monitor halt ja als Arbeitsplatz für die Arbeit ausgearbeitet. Und fest installiert, darum... Ja, ich werde aber gleich mal ganz kurz AFK gehen. Ja, ich höre. Ich höre es. Das Böse. Ich gehe hier einmal so. Ich gehe hier einmal hoch und lock mich vorsichtshalber kurz aus. Denn in der Ferne, in der weiten Ferne, habe ich unseren Zwerg gehört. Unser Zwerg ist wach geworden. Ja, Kinder, darum an die jungen Zuschauer immer schön verhüten. Sonst war's das mit eurer Gaming-Zeit. Das ist, glaube ich, einfach, ja, wenn man den Kids zu verstehen gibt, wenn ihr nicht verhütet und ein Kind kriegt und nicht mehr daddeln könnt, ich glaube, dann achten sie auch verstärkt mehr auf die Verhütung. Kann ich mir vorstellen. Aber es ist auch mal so schön, so ein kleines Wesen. Ist ja auch, macht ja Spaß mit ihr. Hey, eine Sache muss ich euch erzählen. Auch wenn ihr es nicht hören wollt. Die Kleine lag zum Wickeln bereit quasi. Und Mathilde wollte das Kind wickeln. Dann habe ich dem Kind nur gesagt, jetzt bitte mal Häufchen machen. Und schwuppdiwupp, wie auf Befehl, hat das Kind schön in die Windel geschissen. Ach, das sind so die Momente, dass man stolz. Ach, jetzt habe ich Wundsekret. Verdammt. Ich wollte dir doch irgendwie Fleisch geben. Naja, genug Schluss gelabert. Es gab bestimmt irgendwo bessere Jagdgründe. Hatte jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so die Lust, hier jetzt kilometerweit zu laufen, wobei ich jetzt schon ein ganz gutes Stück gelaufen bin. Aber mal ein bisschen rumlaufen, rumschlachten, macht Spaß. Das gehört ja auch zum Spiel dazu, man muss ja mal ein bisschen wieder metzeln. Eigentlich habe ich mir genau deswegen Wolzen gekauft, aber irgendwie... Ich hab's angespielt, irgendwie auch zur Zeit nicht weitergespielt. Aber es liegt auch so an Mangel Zeit und Lust. Gibt gerade andere Spiele, die ich interessanter finde. Wie Escape from Tarkov. Ein Suchtspiel. Ich komme davon nicht los. Aber ich bin so schlecht. So schlecht, dass ich es gar nicht aufnehmen möchte. Und euch zeigen möchte. Da lacht er mich ja nur aus. So oft werde ich da ganz easy peasy gekillt. So, habe ich dir das Fleisch schon gegeben, Wolfi? Genau. Ah, der ist schon wieder geheilt. Dann, Wolfi, würde ich mal sagen, spiele ich ein bisschen Legolas. Du kannst ein bisschen rumbeißen.
Wir können ja erstmal. Ach, ich locker. Komm her. Ah, keine Falle mehr. Jetzt aber. Los, Wolfi! Bring ihn nicht zu mir, du sollst ihn töten! Scheiß Nilpferd, ey. Du kleines Scheiß Nilpferd. Ja, komm her. Ah, hat mich erwischt. Scheiße. Ja, komm. Ey, nicht auf den Wolf, du. Der kann nichts dafür. Der ist einfach nur ein Wolf. Los, Wolfi! Oh, da bin ich sogar schon wieder. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Es war tatsächlich nur ein kleineres Problem. Madamchen hatte ihren Wookie rausgespuckt. Oh ja, das ist schlecht. Man muss vielleicht an der Stelle kurz erwähnen, wir sind gerade dabei, feste Bettgehzeiten mit festen Einschlafritualen einzuführen. Hat jetzt schon ein paar Tage sehr gut geklappt, sodass wir abends noch mal so 2-3 Stündchen für uns haben. Aber das ist halt noch nicht ganz fest. Und wenn der Zwerg sich da meldet, dann muss man halt mal vom Rechner weggehen. Kind geht halt vor. Ja, und ich glaube, dafür haben auch alle Verständnis. Dafür spielen wir auch zu zweit. Mein Gott, dann geht einer kurz mal raus. Und ja. Apropos, mir fällt gerade ein. Kann man hier mal ruhig erwähnen oder mache ich davon extra kurzes Video? Also wir hatten Folgendes gedacht. Da Mathilde ja eh gerade, sag ich mal, at home ist und ich vielleicht auch länger at home sein werde, vielleicht, dass wir mal einfach mal so eine Laberrunde machen. Ich weiß nicht, ob wir ein Livestream-Format sozusagen. Genau, ich weiß noch nicht, ob wir es dieses Wochenende schaffen, aber auf jeden Fall, wenn nächstes Wochenende. Keine Ahnung, vielleicht über Twitch oder YouTube, das ist, müssen wir mal gucken. Ja, einfach über Gott und die Welt, über Kinder, haben wir jetzt schon ein, zwei Sachen hier erwähnt. Oder schlechte Filme, keine Ahnung. Fachsimpelei. Genau. Wollen wir das andere auch nochmal erwähnen, was du mir heute auch erwähnt hast? Ach so, weil was ich eventuell machen möchte, wenn wir abends kein Video zusammen aufnehmen. Ja, der Grund ist ja erstmal, also einfach erzählt, wir zocken ja beide gerne. Aber wir beide zocken nicht unbedingt dieselben Spiele. Ich stehe so auf Strategie-Ballerspiele. Da kommt zum Beispiel Dune bald raus, aber ich werde davon höchstens ein angezockt Video machen von Dune. Dune sag ich. Wie komme ich denn auf Dune? Doom! Nicht Dune! Verdammte Axt! Aber Dune wird neu. Ja, ich hoffe, der wird auch gut, aber. Doom! Ne, ist egal. Was wolltest du nochmal spielen? Ja, genau. Also, ich bin nämlich tatsächlich so ein Fan von diesen alten Point-and-Click-Adventuren. Das waren auch so die ersten Spiele, mit denen ich angefangen habe. Damals war es so Day of the Tentacle, Maniac Mansion sogar. Hier, wie hieß es noch? Monkey Island natürlich, die Indiana Jones Spiele, also diese ganzen LucasArts Games eigentlich. Und ich hatte mir heute überlegt, ach Mensch, irgendwie hätte ich mal wieder Bock, Edna bricht auszuspielen. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel kennt, aber ich habe mir überlegt, ach scheiß drauf, ich mache da vielleicht mal so mein eigenes kleines Let's Play zu Edna bricht aus, wenn es gut ankommt, vielleicht auch noch eine zweite Runde mit dem zweiten Teil. Mal schauen. Ist so ein bisschen, ja, just for fun. Mal gucken, wie es ankommt. Vielleicht habt ihr auch Bock, das zu sehen. Die Spiele von Dedelic, so heißt die Firma, die sind eigentlich ganz cool. Ja, gibt's auch immer viele Fans von, also. Ja, ich bin, wie gesagt, halt so ein Fan von diesem Point-and-Click-Adventure. Vielleicht guckt ihr dann Gronkh zu. Der ist ja auch, glaube ich, ein großer Fan davon. Ja, klar. Immerhin von Edna. Ich finde das Spiel so toll, dass ich immerhin ein Edna-Kostüm habe. Ja, aber das werden wir euch nicht zeigen. Nein, das werde ich nicht zeigen. Ah. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte vom Dissolz machen. Wie wollen wir die Folge nennen? Entspanntes
Tiere schlachten? Was getan werden muss? Was getan werden muss? Das weckt hohe Erwartungen. So, wie geht's dir, Wolfi? Schön, Yam Yam, Wolfi. Wolfi ist schon Stufe 3. Ja, wird ein Hardcore-Wolfi. Wie viel Spielzeit hatten die Spiele früher immer so? Bitte nochmal? Wie viel Spielzeit? Also wie lange hast du gebraucht? Achso, vorhin als ich wieder... Nee, ich meine hier Edna bricht aus. Oh Gott, da müsste ich mal nachschauen. Achso, hätte sein können, dass es so weiß. Ich hab das ja schon zweimal gespielt. Das hast du es ja nicht. Nee, hätte ja sein können, dass du weißt, ach, das ist so ein 10-Stunden-Spiel oder so, keine Ahnung. Ich weiß das jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ich könnte es euch vielleicht nächste Folge mal sagen. Also ich habe es zweimal, glaube ich, gespielt. Weil bei Shootern ist meistens immer so, da rechne ich immer so bei 20 Stunden meistens. 10, 20 Stunden. Ja, das Ding ist, dass ich bei beiden Male, die ich Edna gespielt habe, ich bin noch sehr viel sinnlos hin und her gerannt, muss ich dazu sagen. Weil ich halt erstmal nicht weitergekommen bin. Ne, das ist halt bei diesen klassischen Point-and-Click-Adventuren, man muss da halt auch sehr viel ausprobieren, wenn man nicht sehr schnell in eine Lösung guckt. Obwohl du es schon ein paar Mal durchgespielt hast? Zweimal. Ja, ein paar. Ja, ich kann das ja nicht auswendig spielen, ne? Ja, also ich werde, was noch auf dem Plan bei mir steht, das kennt wahrscheinlich keiner von euch, ist Mountain Blade. Das wird das Suchtpotenzial von Escape from Tarkov ablösen. Sobald die türkische Firma das am 31. online stellt, werde ich das auf jeden Fall spielen. Ganz kurz. Ja. Du hattest ja vorhin gefragt wegen hier Wandteppichen, ne? Ja, kannst du welche machen? Ja. Oh, was brauchst du dafür? Also Bilder kann ich so machen, so Gemälde zum Beispiel. Warte mal, ich muss mal kurz um den Arbeitsplatz weggucken. Gemälde? Gemälde kann ich machen. Oh, was braucht man dafür? Seide und isoliertes Holz. Teppiche zum Hinlegen. Dann hier so Trophäen natürlich, Kissen. Also ein paar Kissen. Ich brauche viel für meinen Tempel. Ich brauche Kissen, ich brauche Gemälde. Tagebuch, Teppich. Vielleicht auch ein, zwei Teppiche. Ja, also Gemälde könnte ich jetzt erstmal anbieten. Das heißt, du brauchst geformtes, wo kriegen wir Seide her? Von Spinnen wahrscheinlich. Seide, genau. Spinnenfäden. Ich habe jetzt gerade aus der... Einen Werkbank habe ich jetzt, keine Ahnung, 227 Spinnfäden rausgenommen, weil ich den Platz brauchte. Hm. Achso, hier habe ich zum Beispiel auch ein Schildregal. ich wollte gucken, wo ich die Seide herstellen kann. In welcher Werkbank. Okay. Upsala. Aber so vier Gemälde könnte ich schon gebrauchen. Vier Gemälde. Ja. Okay. Wäre sehr nett. Mach ich dir. Isoliertes Holz habe ich ja. Die Fellbeute könnte auch irgendwie besser sein. Ich schlachte hier schon unschuldige Tiere, aber... Ich mache einfach mal jedes Gemälde, das ich machen kann. Ja, gerne. Wolfen zerstückli. Also die ersten drei Gemälde habe ich, jetzt brauche ich erst wieder Seide. Ja, gab es nicht noch irgendwie einen Spinnengegner, den man mal zerlegen konnte? Wenn nicht, gehen wir mal irgendeine Spinnhöhle suchen. Ach, hier sind auch noch Schellenfackeln. Da ist Teer. Hast du noch Teer gefunden? Ja, und hier ist Elfenbein. Ach, was ist denn das hier? Hier sind Stiefel. Was haben Stiefel in dieser Werkbank zu suchen? Das ist die Deko-Werkbank. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht sollen die Stiefel... Hier ist auch ein Leuchtstab. Vielleicht sollen die Stiefel Deko sein. Frag mich nicht. Und eine Augenklappe. Das ist ja Deko.
So, ich bringe meine Ausbeute jetzt zurück. Dann kannst du dir hinterher deine Gemälde abholen. Mach ich. Komm her, du kleine Sau. Ha? Komm, greif an, greif an, greif an. Und tschüss. Aber hat nicht geklappt. Los, Wolfi, zertrümmer ihn. Oh, Wolfi. Lass dir mal Zähne wachsen. Ich komme ja heute schon das zweite Mal auf die Tiere drauf. Ach, diese Nashörner fliegen einfach nur super. Auch da muss ich wieder ans Känguru denken. Was sich aerodynamisch unklug verhält, so alles. Ja. Ach, schön. Schade wegen Corona, dass man sich den Film nicht angucken kann. Ja, ich habe mich auch schon drauf gefreut. Wir waren ja eigentlich auch schon dabei, unseren Babysitter Nummer 1 heranzuziehen, dass man das zum zweiten Kino hätte gucken können. Aber dann kam ja Corona dazwischen. Ja, so ein Scheiß. So. Genau, 35 Minuten müsste jetzt die Aufnahme in der Hand gehen. Ich glaube, ich gehe schlachten. Was möchtest du schlachten? Nee, was möchtest du schlachten? Ja, ich brauche was für meinen Tempel, für die Aufwärme. Achso, also dann musst du, möchtest du segnen. Menschen schlachten. Achso, aber ich hab dir deine, also deine Dings, wie heißen sie gleich? Ja, Bilderchen. Genau, die sind in der Werkbank. Also die zwischen der Werkbank des Zimmermanns und der Rüstungswerk. Okay. So. Und dann brauche ich mein Segnungskreuz. Oh, da ist es gar nicht drin. Wo ist mein Segnungskreuz? Oh, die große Truhe hat noch keinen Arm. Nein. Legendäres. Oh ja, war gut, wo du Nein gesagt hast. Hä? Wieso, was denn? Ich repariere meinen Leuchtstab, beziehungsweise ich nehme Reparaturzeug für meinen Leuchtstab mit. Aber erstmal möchte ich noch die... gehst du Bilder aufhängen? Nee, ich hab jetzt hier erstmal Fell rausgeschmissen. Und ja, muss jetzt mal wieder aussortieren, was ich hier alles dabei habe. Ja, bei Gira, wenn ich dann jetzt doch in der nächsten Folge... Also, dann machen wir vielleicht nächste Folge doch nochmal so ein bisschen Vorbereitungsgedöns. Vorbereitungsgedöns, okay. Ich will hier Zeug sammeln. Oh, ja, ich gehe gleich wieder mal... Ja. Dann würde ich sagen, machen wir auch einen Break. Machen wir hier einen Cut, ja. Na? Okay. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne trotzdem ein Like. Oder ein Kommentar, wie ihr wünscht, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und wenn ihr ja auch zum Homeoffice... Rennt zurzeit nicht so viel draußen rum und haltet eure sozialen Kontakte auf ein Minimum. Ich wollte eigentlich sagen, wenn ihr Langeweile habt und keinen Bock auf Fernsehen habt oder so, dann guckt unsere Videos. Genau. Gerne auch die anderen Videos, die der liebe Heinrich so hat. Genau, also reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.